bin mit dem Hof groß geworden. Es war mein Traum, hier unter den Pferden zu leben. Dementsprechend ist mein Ziel, diesen Hof so lange wie möglich so gut und gesund wie möglich zu führen. Mein Vater hat den Hof gekauft 1960 und ich habe ihn 1982 übernommen. Also man muss schon ein bisschen pferdeverrückt sein, wenn man diesen Job länger machen will. Und insofern muss ich sagen, sind wir sehr froh und dankbar, dass wir ein gutes Team hier auf dem Hof haben. Und so sind wir hier ein Team, wo jeder seine Aufgaben hat und jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass die Rädchen ineinander greifen. Es schafft ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir züchten Pferde, wir haben eine große Deckstation. Wir bilden Pferde aus, für den Dressursport hauptsächlich. Und wir veranstalten einmal im Jahr eine große Auktion mit 25 Reitpferden und 30, 40 Fohlen. Ja, und verkaufen unsere Pferde eigentlich weltweit. Unser Reitbereich ist einmal die jungen Pferde auszubilden, die wir über die Auktion oder übers Jahr verkaufen wollen. Und da ist mein Ziel natürlich, die so gut auszubilden, dass wir am Ende einen Käufer finden, der sich da draufsetzt, ein gutes Gefühl bekommt und sagt, hey, das ist mein Pferd, damit werde ich glücklich. Und das ist das, was wir wollen und was wir können. Und insofern haben wir diese verschiedenen Ziele, einerseits eine gewisse Zeit reiten und verkaufen, aber andererseits eben auch ausbilden für den gehobenen Dressursport. Unser Zuchtbetrieb teilt sich auf in die eigenen Stuten. Wir haben 25 Stuten immer circa und in unsere Hengststation. Und die nutzen wir natürlich nicht nur für unsere Stuten, sondern wir verkaufen Samen von unseren Hengsten nicht nur europaweit, sondern weltweit, Amerika, Australien, Neuseeland, Brasilien. Unser Hauptziel ist, ein gutes Pferd zu züchten. Unsere Trakehner-Basis war dafür sehr, sehr geeignet, sehr positiv. Aber genauso eben durch die Einkreuzung vom hannoverschen Blut oder teilweise Holsteiner Blut, westfälisches Blut, haben wir doch gewaltigen Zuchtfortschritt erlebt. Blutlinien sind bei uns unsere Familie, der Donner, das ist bei uns unsere beste Blutlinie, aus der Damaschino stammt, die geht bis zurück ins Haupttrakehn, Gestüt Trakehn, 1732 gegründet, also eine sehr, sehr alte Familie und sehr erfolgreiche Familie. Eins wird entscheidend sein, wir müssen uns immer an der Qualität orientieren. Wir brauchen heute absolute Spitzenpferde. Das ist mein Anspruch und das ist dementsprechend auch das, was ich hier machen möchte. Ich fühle mich hier wohl. Ich wünsche mir, dass das lange so bleibt. Unsere Familie lebt hier und es gehört einfach hierher. Und da soll sich am liebsten einfach nichts dran ändern. Der Klosterhof steht für artgerechte Pferdehaltung, solide Ausbildung. Eine lange Tradition und gleichzeitig trotzdem modernes und fortschrittliches Unternehmen. Und ja, für die Zucht von guten Pferden.